Neben Epilepsie ist Multiple Sklerose eine der häufigsten neurologischen Krankheiten, von der junge Erwachsene betroffen sind. Die Zahl der Erkrankten wird in Deutschland auf etwa 200.000 geschätzt. Um was für eine Krankheit es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr jetzt. Multiple Sklerose, kurz MS, ist eine Erkrankung an den Nervenfasern des zentralen Nervensystems. Betroffen sind also Gehirn und Rückenmark. Die Nervenfasern sind umhüllt von den sogenannten Mark- oder Myelinscheiden. Diese elektrisch isolierende Schicht sorgt dafür, dass die Signale optimal zwischen verschiedenen Nervenzellen weitergeleitet werden können. Bei dieser Krankheit, auch Enzephalomyelitis disseminata genannt, werden genau diese Myelinscheiden vermutlich vom eigenen Immunsystem angegriffen. Es kommt zur Beschädigung und teilweise auch zur Zerstörung der Markscheiden. Man spricht von Entmarkung. Die Ursache für diesen Angriff auf die Myelinscheiden ist noch nicht bekannt. Man vermutet aber ein Zusammenspiel aus erblichen Faktoren und Umwelteinflüssen. Es steht aber fest, dass dadurch die Signale nur noch langsam oder gar nicht mehr übertragen werden können. Bei MS entstehen viele solcher entzündlichen Entmarkungsherde, die in der weißen Substanz von Gehirn und Rückenmark verteilt sind. Als weiße Substanz bezeichnet man ja die Regionen mit den isolierten Nervenfortsätzen, als graue Substanz dagegen die Regionen, in denen die zugehörigen Nervenzellkörper liegen. Je nachdem, in welchem Bereich sich so ein Entmarkungsherd befindet, kommt es zu unterschiedlichen Symptomen. Ist beispielsweise der Sehnerv betroffen, kommt es zu Sehstörungen wie unscharfem oder milchigem Sehen. Befinden sich die Entzündungen im Bereich sensibler Nervenfasern, kann das zu Taubheit oder Schmerzen führen, häufig in den Händen und Beinen. Sind motorische Nervenfasern betroffen, kommt es zu Lähmungserscheinungen. Bei MS gibt es drei Verlaufsformen. Bei der ersten Form kommt es zu immer stärkeren Schüben. Diese Schübe verursachen Einschränkungen wie zum Beispiel Sehstörungen oder Lähmungen, die sich anfangs fast vollständig, später nur noch teilweise zurückbilden. Diese Form der multiplen Sklerose wird auch schubförmig remittierende genannt, kurz RRMS. Mit etwa 85% ist das die häufigste Form. Nach 10 bis 15 Jahren geht die RRMS in die zweite Form über. Das passiert aber nur in etwa der Hälfte der Fälle. Bei der sekundär-progredienten MS, kurz SPMS, findet eine langsame Zunahme der neurologischen Fehlfunktionen statt. Zusätzlich können auch noch Schübe auftreten. Die letzte Form weist keine Schübe auf, sondern eine schleichende Verschlechterung der neurologischen Funktionen. Es findet keine Rückbildung statt. Diese Form wird primär progrediente MS genannt, kurz PPMS. Tödlich ist MS in erster Linie nicht. Begleiterscheinungen können aber durchaus zum Tod führen, falls zum Beispiel das Zwerchfell gelähmt ist und man dadurch nicht mehr atmen kann. Multiple Sklerosis ist mit Hilfe von verschiedenen Medikamenten und Therapien gut behandelbar, aber nicht heilbar. Ziel der Behandlung ist es, die Lebensqualität des Patienten zu erhalten, was meistens gut umsetzbar ist. Ihr könnt euch nicht genau vorstellen, wie so ein Signal von einer Nervenzelle zur anderen wandert oder wollt einfach mehr über euer Nervensystem erfahren? Dann schaut hier mal vorbei, in dieser Playlist erklären wir es euch. Haut rein Leute, bis dann und ciao!